herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Wir bauen diese Raumstation fertig. Ja, falls in diesem Video was komisch ist, dann liegt das daran, dass ich von OBS Classic auf Studio gewechselt bin und damit mich erstmal wieder zurechtfinden muss, weil es ist ein bisschen anders da. Ist aber nicht Thema des Videos. Im heutigen Video möchte ich jetzt endlich mal die Sonnenkollektoren bauen. Weil die fehlen tatsächlich an dieser Station. Die ist so gut wie fertig. Ich muss hier zwar noch einiges einrichten, wie ihr sehen könnt, aber um ehrlich zu sein, ich war mit Aufsetzen meines Systems beschäftigt. Es hat einfach nicht mehr funktioniert. Also natürlich habe ich vorher alles gesaved, ist ja logisch. Ja, dann würde ich mal sagen, wir brauchen... Wo haben wir sie? Wo haben wir sie? Wo haben wir sie? Da. Wir brauchen das da. Wir brauchen das da. Und wir brauchen Akquisitoren. Wo haben wir denn Akquisitoren? Die sind hier. So. Jetzt muss ich tatsächlich überlegen, wie ich das am besten baue. Was die Kollektoren der Station angeht. Baue ich sie so, dass sie hier drüber sind? Ich weiß nicht. Ich habe hier auch noch keine Lichter eingebaut. Ich würde die schon ganz gern hier außen rum bauen, muss ich sagen. Ich mache mal Folgendes. Ich gehe mal hier so sagen wir, einen Block raus und gehe ein bisschen nach oben. Ja, Ablenkung nicht gut, egal. Bisschen zentriert. So. 2, 3. Machen wir immer mit einem Block Abstand. Ich möchte hier so 3 Kollektorpaneele pro Seite ungefähr bauen. So, nein. Erstmal nur diese 3. Ich will erstmal schauen, wie das aussieht von oben. 4 zu winzig. 4 zu winzig. Nein. Dann machen wir Folgendes. Wir machen hier noch 2 dran. Hier noch 2 dran. Und hier auch. Machen wir jetzt auf jeder Seite. So, es sieht nur ein bisschen seltsam aus, finde ich, von hier aus gesehen. Machen wir Folgendes. 1, 2, 3, 4, 5. Dann kommt die hier in der Mitte weg. Das gleiche hier auch. Die hier weg. Dann haben wir das so. Hier auch. Und das kommt auch an den Seiten natürlich weg. Jetzt sind die zwar so, aber sie sind immer noch winzig. Jetzt gern trotzdem etwas symmetrisch. Dann machen wir mal Folgendes. Noch 2 an jede Seite. Also 1, 2. Diese Dinger eignen sich sehr gut dafür. 1, 2. So. Ja, das sieht doch wie so ein Sonnenpanel aus, finde ich. Das können wir gut verwenden. Als nächstes würde ich dann... Wo habe ich hier die Mitte? Die ist hier. Machen wir mal Folgendes. Äh,
erstmal in die Mitten diese drei hier dran hauen. So. Da wir hier einen Block Abstand haben, sieht das doof aus. Das sieht doof aus. Machen wir folgendes. Machen wir so. Sieht auch nicht so toll aus, ne? Wir müssen da sowieso ein bisschen runterbrechen, würde ich sagen. So. Erste Mal. Dann haben wir die, aber das sieht immer noch nicht so klasse aus. Sieht das hier besser aus? Ich weiß nicht. Ich finde immer noch nicht. Ich habe noch eine andere Map. Da will ich jetzt mal kurz reinskippen. Wo ist sie denn? Die. Da habe ich eine Mini-Station mal für mich privat gebaut. Einfach, um das vor dem Projekt mal ein bisschen zu testen. Habe ich da die Sonnenkollektoren gebaut? Ah, ich habe ganze Blöcke genommen. Okay. Damit hätte sich dieses Thema erledigt. Hier geht's hin. Aber das machen wir auch wieder so hin. Dann kommt das weg. Dann nehmen wir KU. Kupfer. Dann nehmen wir die hier. Jetzt weiß ich auch wieder, wieso ich das so gebaut habe. Eben damit das nicht so doof aussieht. Aber dann machen wir jetzt folgendes. Wir machen das. Dann machen wir das. Nicht. Wir machen es von der anderen Seite aus. Wir machen hier... Ich mache es erstmal so, dass ich hier diese Reihe lege. Und die mittleren mache ich alle weg. Ich möchte das nämlich nach vorne und nicht nach hinten leiten. So, dann haben wir hier das. Und immer hier zwischen kommen dann die ganzen Blöcke als Verbindungsstellen, würde ich sagen. Dann haben wir hier so ein Sonnenpanel. Ja, dann haben wir hier so ein Sonnenpanel. Wobei ich tatsächlich eher dazu tendieren würde. Ich würde dazu tendieren, hier noch einen Block rauszugehen. Und hier noch ein fünftes Panel einzubauen, damit wir es besser zentrieren können, würde ich sagen. Ja, doch. Zentrieren passt besser. Okay, dann haben wir das so. Und dann haben wir hier nämlich jetzt auf jeder Seite zwei. Dann können wir folgendes machen. Dann drehen wir das einmal hier um, dass die hier dann in die Mitte gehen. Und das wiederum geht dann hier nach unten in Richtung Station. Wir führen das dann hier unter der Station entlang. Finde ich. Ich finde, das ist gar keine so doofe Idee. Könnt ihr ja gerne in die Comments schreiben, was ihr davon haltet. Ich will es nur nicht so ultra hässlich machen, um ehrlich zu sein. Hier an den Verbindungsstellen, warum können wir eigentlich die nicht nutzen? Die würden so gut da durchpassen, um ehrlich zu sein, aber nope. Egal. Wir machen es einfach so. Machen wir das so, dass das Kabel dann hier durchgeht. Gut. Dann führen wir das mal wieder anders herum. So. Dann haben wir hier den Output. Der geht hier runter. Geht dann hier entlang. So.
Sieht natürlich echt doof jetzt erstmal aus, tatsächlich. Ja, doch, es sieht doof aus. Wie kann man das am besten lösen? Jetzt muss ich kurz mal gucken, wie ich das hier am besten lösen kann, tatsächlich. Vielleicht indem ich mehrere Verankerungen nehme. Weil so, das wird niemals halten. Das wird so niemals halten im RL. Zumindest nicht. Nee, den können wir nicht nehmen. Wir können aber Folgendes machen. Wir können die Verankerung mit, wo haben wir sie denn? Denen hier. Wir können die Verankerung aus denen hier bauen. Dann haben wir hier so eine Art Verankerung, dass dann ab einem bestimmten Punkt die Station hält. Quatsch, nicht die Station, sondern die Dinger hier, die. Ach, ihr wisst schon, was ich meine. Die Sonnenpaneele. Ich schieb das noch einen Block. Die Richtung. Nein. Ach, egal. Dann können wir das hier so miteinander verankern. Das machen wir auf der gleichen Höhe, auf der anderen Seite auch. Einfach damit es nach tatsächlicher ja, Verankerung aussieht, weil ganz ehrlich, ohne dieses Teil sieht das doch ziemlich doof aus, finde ich. Und weil ich bin, mache ich hier das Ganze mal zwei. Das heißt, ich benutze die hier als Verankerungsblöcke. So. So. Ja. Dann haben wir hier, wie gesagt, eine Verankerung, die wir hier einbetten können. Ich weiß, es sieht seltsam und auch ein bisschen doof aus, aber mal ganz ehrlich, etwas, was keine Verankerung hat, kann ja auch nicht halten, auch wenn wir hier theoretisch im All sind. Es muss alles verankert werden. Dann haben wir hier eine Leitung, die den Strom liefert. Die wiederum wird von diesen Leitungen hier gesichert oder so. Nee. Ah, hier muss ich noch die zweite Verankerung verbauen. So. Ihr könnt das natürlich später alles umbauen. Das ist mir natürlich vollkommen bewusst, dass ihr das könnt und wahrscheinlich auch einige von euch tun werden. Aber mal ganz im Ernst. Wenn wir das halt nicht so bauen, dann kann es sein, dass es übertragen ins richtige Leben, auch wenn das kein richtige Station ist, dann kann es sein, dass es halt doof funktioniert, weil alles muss verankert werden. Ich weiß, ich wiederhole mich. Aber es ist tatsächlich wirklich so. Ist bei der richtigen Raumstation auch so. Da sind auch alle Sachen verankert. An der Station selber. Da kann ich ja wohl mal hier an die Stromleitungen anknüpfen. Dann haben wir hier so eine Art Gerüst, das das Ding hier festhält. Das sieht auch jetzt gar nicht mehr so doof auf mich aus, finde ich. Dann haben wir eins davon schon in dieser Folge geschafft.
Ja. Dann machen wir die anderen in der nächsten Folge. Ich sage bis zum nächsten Part und ciao, Leute.